Wo wir schon mitten im Service für Fotografie sind, machen wir gleich weiter. Jetzt kommt jemand auf die Bühne, der extra aus Hannover heute Abend hergekommen ist. Der Carsten Koch, der ist selbst Fotograf, hat aber noch eine tolle Idee, wie man auch was im Bereich Fotografie tun kann, was aber direkt mit der Fotografie eigentlich nichts zu tun hat. Aber das erzählt er uns jetzt selber. Herzlich willkommen, Carsten. Danke. Ja, hallo, guten Abend. Danke, Thomas. Er hat es ja schon gesagt, ich bin vom Haus aus Fotograf. Und für uns ist das hier so ein bisschen Neuland, weil wir mit unserer jungen, neuen Geschäftsidee, die eigentlich gar nicht mehr so neu ist, weil die Entwicklung relativ lange gedauert hat, da wir es nur nebenbei betrieben haben, jetzt hier ein Gebiet betreten, so ein bisschen auch heute mal als Sponsor hier ja tätig sind. Ja, ich erzähle euch kurz mal, wie ich dazu gekommen bin. Und zwar geht es darum, ich habe damals mal nach einem Weg gesucht, wie ich die digitalen Daten zu meinen Kunden kriege. Sprich, ich habe ewig CDs gebrannt, Kuriere sind ein- und ausgegangen und ich habe einfach gedacht, das muss doch eine Möglichkeit geben, das noch ein bisschen eleganter zu gestalten. Mit mehr Kundenorientierung auf Seiten der für den Fotografen, aber eben auch für den Endkunden eine etwas bessere Struktur und eine Übersichtlichkeit. Und ich habe mir einfach einen fähigen Mann gesucht, einen Programmierer, der das Ganze umsetzen kann und habe das erstmal nur für mich gelöst und habe mir eine Oberfläche programmieren lassen, die mich in die Lage versetzt, eine Kundenstruktur zu generieren und Projektstruktur zu generieren, wo ich meinen Kunden Daten auf einen Server hochladen kann, was sicher ist, aber eben auch einfach vom Handling. Und da haben wir etwas geschaffen, was uns in die Lage versetzt, die digitalen Daten abzuladen und dem Kunden bereitzustellen, unter Zuhilfenahme, dass man sagt, ich will das Ganze aber auch auf meine Webseite adaptieren können, dass ich sage, die Plattform, die mein Kunde sieht, soll so aussehen wie meine Webseite auch, dass ich es also möglichst auch an meine CI anpassen kann und für den Kunden einfach eine einfache Struktur. Das ist jetzt mal ein Beispiel aus einem Projekt, wie ich für meinen Kunden arbeite. Es sieht so aus, dass man der Kunde sämtliche Projekte, die jetzt zu der Shooting-Vorbereitung dazugehören, die ganze Zeit in Echtzeit im Überblick hat. Sprich, alle Leute, die den Zugang hierzu haben, können zum Beispiel sehen, welche sind die Requisiten, die Autos zum Beispiel, die wir jetzt gerade in der Anfrage haben, welche sind die Locations, Modellvorschläge, nicht mehr 5 E-Mails von pro Modelagentur a 25 Anhänge, sondern einfach ein Leuchttisch, der das Ganze ordentlich im Überblick zeigt. Bis hin, dass wir hier natürlich auch am Ende das gesamte Shooting bereitstellen. Das heißt, der Kunde hat mit einem Projekt eigentlich immer in Echtzeit den ganzen Vorgang vorliegen. Der Datenupload erfolgt ganz einfach über den Webbrowser ohne irgendwelche Zusatzprogramme, sodass man einfach sich einloggt, in das Projekt die Daten hochlädt. Das geht schnell und unkompliziert. Und so könnte denn sowas aussehen, dass man jetzt seinem Kunden mal sagt, ich stelle dir mal die Model, die Setkartenvorschläge bereit. Er hat halt verschiedene Möglichkeiten und kann sich aber relativ einfach strukturiert durchklicken, kann seine Vorauswahl treffen, kann diese Auswahl speichern und kann dann diese gespeicherte Auswahl mit verschiedenen Entscheidern weiterhin abstimmen, sodass eben die Möglichkeit besteht, dass der Fotograf, der Art Director und der Endkunde auf den gleichen Datensatz Zugriff haben, jeweils die Tops von den entsprechenden Entscheidern sieht und am Ende auch einen Querschnitt draus ziehen könnte. So würde denn die Oberfläche aussehen, wenn ich jetzt meine Vorauswahl an den Kunden weitermaile und der dann eigentlich nur meine Übersicht in der Zusammenfassung per E-Mail reinbekommt, aber eben immer auf diese Oberfläche zugreift. Man hat die Möglichkeit, über ein Galerieprojekt Mini-Portfolios anzulegen, wo man sagt, ich kann jetzt zu diesem Projekt meinem Kunden ein paar aktuelle Aufnahmen zusammenstellen,
und er hat es alles im selben Überblick in dieser Flash-Präsentation, die die Fullscreen-Möglichkeit hat, wo man einfach schnell und unkompliziert aktuelle Portfolios bereitstellen kann, die auch in dem gleichen Projektordner damit drin liegen. So könnte zum Beispiel das Ergebnis aussehen von einem ganzen Shooting, der Leuchttisch, wo der Kunde dann sich durchklicken kann, einzelne Bilder markieren kann. Er hat jetzt die Möglichkeit, dann nur die markierten runterzuladen, das gesamte Shooting downzuladen. Er kann Bilder schon miteinander markieren. Also er hat im Grunde genommen einen Online-Picture Viewer schon integriert. Er muss das natürlich nicht nutzen. Er kann von vornherein sagen, ich will jetzt den ganzen Schwung runterladen, aber er hat eben die Möglichkeit, schon hier so ein bisschen Editing zu machen, kann verschiedene Hintergrundfarben einblenden, um zu gucken, wie wirkt das Bild, vor welchem Hintergrund, und hat halt schon ein paar Funktionen an die Hand gegeben, wie zum Beispiel auch, dass er direkt PDF-Kontaktbögen generieren kann, wo eben das gesamte Shooting im Überblick ausgedruckt wird oder nur einzelne Vorauswahlen ausgedruckt werden. Das sind halt so die Möglichkeiten, die er in einem Leuchttischprojekt hat. Weiter am Ende ist es dann so, dass man dann auch in einem weiteren Download-Projekt schon die Final High-Res-Daten bereitstellen kann. Im Grunde gibt es kein Datenlimit. Man kann einfach die Daten hochladen und wo man vorher die CD gebrannt hat, hat man jetzt hier weiterhin diese gesamte Struktur zur Verfügung und er kann jetzt sagen, ich will einzelne Daten runterladen oder den ganzen Schwung runterladen, und man kann mit einem solchen Download-Projekt noch auch weiteren Zulieferern zum Beispiel die Möglichkeit geben, über Datei hochladen, dass zum Beispiel ein Bildbearbeiter jetzt hier die Möglichkeit hat, ohne weitere Zugangssoftware einfach seine Datei von dem Fotografen in Empfang zu nehmen und auch wieder über das gleiche Projekt hochzuladen, ohne dass es irgendwelche Zusatz-Logins oder FTP-Programme erfordert. Das wäre jetzt mal ein Beispiel, wie zum Beispiel verschiedene Farbeinstellungen vorgenommen worden sind. Hier hat einer sein, das ist eine Oberfläche von einem Bildbearbeiter, der jetzt sein Logo integriert hat, eine etwas andere Farbauswahl gemacht hat. Also es ist relativ funktional einstellbar und auf seine eigene Oberfläche adaptierbar, inklusive einer Bildleiste, wo man unten gleich noch so ein bisschen Eigenwerbung betreiben kann. Also am Ende ist es ein kleines Tool geworden, was relativ umfangreich ist, was einem viele Möglichkeiten gibt, die Daten professionell und vor allem sicher zum Kunden zu bringen, und das Ganze in einem Workflow, der sehr, sehr geschmeidig ist. Und wir werden jetzt in Form hier in diesem Rahmen des Sponsorings den 10 Erstplatzierten da quasi jeweils ein Paket bereitstellen und sind schon sehr gespannt, wie die jungen Fotografen damit umgehen und wie das Feedback für uns denn nachher kommen wird. Also ich bin gespannt. Besten Dank. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Carsten Koch. Jetzt ist ja auch quasi schon raus, was die Top 10 morgen Abend als erstes bekommt. Der Carsten hat es ja gesagt, vielen Dank dafür. Stellvertretend für die 10, die das morgen bekommen.